Hallo ihr Lieben, heute geht es um meinen kleinen Monatsrückblick für Januar, meinen Lesebericht sozusagen. Ich unterteile das in Jugendbüchern und in allgemeine Belletristik, also normale Romane, wie auch immer. Ich habe 5 Romane gelesen und 2 Jugendbücher leider nur, aber da werde ich euch nochmal eine kleine Platzierung vorstellen. Und ich fange an mit den Büchern, die ich leider abbrechen musste. Das sind auch 2 Bücher, die ich direkt Anfang des Monats gelesen habe. Und angefangen hat mein Lesemonat mit Brom, der Kinderdieb. Da habe ich aber leider nach 250 Seiten knapp abgebrochen. Es ist leider nicht so ganz meine Welt gewesen. Ich fand die Idee sehr vielversprechend, so ein bisschen Peter Pan-Verschnitt und ja, auch die Illustration. Das hat mich einfach alles sehr, sehr neugierig gemacht. Leider hat mich dieses Buch aber schon von Anfang an eher depressiv gestimmt, von seiner kalten und etwas düsteren Atmosphäre. Ja, ich habe nicht so gerne zu diesem Buch gegriffen und letztendlich war ausschlaggebend für mich, dieses Buch abzubrechen, dass es mir einfach zu Fantasy-lastig wurde. Ich konnte mich mit den Charakteren einfach nicht mehr identifizieren und auch so die Geschichte wurde mir etwas zu skurril, wie gesagt, etwas zu Fantasy-lastig, weil ich einfach nicht die klassische Fantasy-Leserin bin. Mit fantastischen Elementen kann ich mich schon eher anfreunden, aber nicht in diesem Bereich. Und wie gesagt, vor allem diese düstere und kalte Atmosphäre hat mich letztendlich einfach nicht überzeugen können, hat meine Lesestimmung einfach nicht gut wiedergegeben. Und deswegen habe ich es leider nach 250 Seiten, obwohl ich ja wirklich schon eine ganze Menge gelesen hatte, abgebrochen, weil ich auch einfach mit dieser ganzen Welt nicht wirklich zurechtkam. Dann mein zweites Buch, was ich auch leider abbrechen musste, obwohl ich euch das sehr, sehr gerne vorgestellt hätte. Es ist ein Kinderbuch, was wirklich ja, sehr vielversprechend auch aufgemacht ist, weil ich mich, wie gesagt, sofort in dieses Cover verliebt hatte. Ich finde, das sieht unglaublich toll aus. Mafalda Mecik, ein verhexter Geburtstag. Ein Kinderbuch, das nur 200 Seiten hat, aber ich habe nach 80 Seiten schweren Herzens abgebrochen, weil es zu viele Sprachfehler gab, Satzbaufehler, logische Fehler, die noch da hinzukamen. Also mitten im Satz zum Beispiel wurde einfach abgebrochen, da wurde ein Punkt gesetzt und dann einfach weitergeschrieben. Ständige Satzwiederholungen und viele, viele Fehler, die mir einfach aufgefallen sind und ich konnte mich einfach nicht mehr auf diese Geschichte einlassen, weil diese Fehler so prägnant und so präsent waren, dass ich ja, mich das sehr, sehr gestört hat beim Lesen und deswegen habe ich auch leider dieses Kinderbuch abgebrochen. Dann kommen wir zu diesen 2 Jugendbüchern, die ich gelesen habe, die ich euch auch beide vorgestellt hatte. Das sind beides aber allerdings 2 Highlights, deswegen ist eine Platzierung 1 und 2 immer ein bisschen schwierig, aber in dem Fall fange ich einfach mal mit dem an. Die Insel der besonderen Kinder von Ransom Riggs, ein tolles Buch. Ich war sehr fasziniert von dieser Geschichte und natürlich vor allem auch von der Aufmachung, von der Idee, die dahinter steckt. Ich hatte ja ein bisschen Angst, dass dieses Buch mich eher enttäuschen wird, aber ich wurde nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Ein ganz, ganz besonderes Jugendbuch und ich freue mich vor allem auf die Fortsetzung. Ein weiteres Highlight und das ist auch wirklich meine größte Überraschung und vor allen Dingen für mich ein richtiges Highlight im Januar im Allgemeinen, ist von Ursula Poznanski Saeculum. Ihr wisst ja, dass ich euch da schon einen kleinen Lesebericht abgeliefert habe, der ja auch schon ein bisschen ja, frei Schnauze eigentlich eher, weil mich dieses Buch so umgehauen hat. Denn es ist ja etwas schwierig für mich gewesen. Ich brauchte fast 100 Seiten, um in die Geschichte reinzukommen. Aber danach war ich wirklich so geflasht und so fasziniert. Und ich glaube, Ursula Poznanski ist wirklich eine Autorin, die man wirklich für sich entdecken kann, wenn man Lust hat. Ein ganz, ganz toller Stil und vor allem die Spannung etwas ganz, ganz Besonderes. Ein richtiges Lesehighlight. Dann kommen wir zu den 5 Romanen, die ich gelesen habe. Und ich habe ein bisschen meinen Sub abgebaut im Januar und vor allen Dingen auch so, sag ich mal, Lektüre für zwischendurch, also dünnere Bücher auch gerne für unterwegs mitgenommen. Ich komme aber jetzt erstmal zu Platz 5, meinem Problemkind im Januar. Und hätte ich noch mehr gelesen, wäre es wahrscheinlich auch unter Garantie immer noch auf dem letzten Platz gelandet, weil es einfach mich überhaupt nicht überzeugen konnte. Und zwar von Netima Die Mandel. Hier geht es um einen intimen Bericht einer arabischen Frau, einen intimen Bericht, kann man das so sagen. Und es wird so angepriesen, es geht halt darum, dass sie sich aus einer Zwangsehe befreit und ihre Sexualität entdeckt. Das ist ja alles auch schön und gut, so fängt es auch an. Und ich bin vor allen Dingen anfangs auch sehr von der Sprache fasziniert gewesen. Ich mochte so ein bisschen dieses fast orientalisch-poetische. Letztendlich finde ich aber, und das war auch wirklich für mich ganz frustrierend, dass diese Protagonistin sich überhaupt nicht weiterentwickelt. Ganz im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, sie stürzt von einer Abhängigkeit in die nächste. Aus dieser Zwangsehe befreit sie sich zwar, aber wird dann eigentlich zu einer Art Sexsklavin in einer anderen Beziehung. Und mir wurde das einfach zu viel. Ich konnte einfach ihre Beweggründe nicht mehr nachvollziehen. Und aus dieser sehr schönen Sprache, die mir anfangs sehr gut gefallen hat, wurde nachher eigentlich fast nur noch ein pornografischer Bericht. Es ging um irgendwelche Körperöffnungen und das, was sie halt alles tut und macht und vor allen Dingen halt im Bett da stattfindet. Ich persönlich muss es halt nicht auf jeder Seite irgendwie lesen und dann auch noch in einer Art fast Vulgärsprache. Ich weiß nicht, ob das gerade
immer wieder irgendwie so gehypt wird. Ich meine, nach Feuchtgebiete sind ja alle immer ganz begeistert oder halt komplett schockiert gewesen. Ich finde das immer ein schwieriges Thema, weil nur weil man provoziert durch irgendwelche Vulgärsprachen, macht es das Buch nicht besser. Es macht es vielleicht auch nicht unbedingt schlechter, weil Sexualität in Literatur auch nicht, sollte ja nicht verpönt sein, ganz im Gegenteil. Aber in dem Fall hat sich das einfach immer schlechter entwickelt und ich als Leser hatte einfach keine Lust, auf jeder Seite irgendwelche Aktionen, die in ihrem Bett stattfinden, zu lesen und vor allen Dingen halt ja, ihre Entwicklung, die einfach nicht stattgefunden hat, die letztendlich ja sich eher zurückentwickelt hat, hat mir einfach überhaupt nicht gefallen und deswegen ein eher Leseflop im Januar. Dann auf Platz 4 Steve Martins Shopgirl, eine Empfehlung von Sina. Das ist so ein bisschen Chicklit-Roman. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich kenne Steve Martin auch nur von seinen Filmen letztendlich. Ich wusste vorher gar nicht, dass er Bücher geschrieben hat. Es geht halt, wie gesagt, so ein bisschen in den Chicklit-Bereich. Am Ende konnte mich dieses Buch sogar noch richtig zum Denken anregen. Das war ganz nett. Es ist was Nettes für zwischendurch. Und ich bin, wie gesagt, vor allem gespannt auf den Film. Auf Platz 3 Velma Wallace, Zwei alte Frauen, eine Legende von Verrat und Tapferkeit, ein Buch, das wirklich verstanden werden will. Etwas ganz Besonderes, ein Indianerstamm, der sich von zwei alten Frauen trennt, die zurückgelassen werden, weil sie die schwächsten und die ältesten Mitglieder sind. Und diese beiden Frauen kämpfen sich halt wirklich durch den Winter. Es ist eine Lektüre, bei der man wirklich ja, verweilen kann. Es macht Mut, es macht Lebensmut. Man kämpft wirklich mit diesen Frauen. Etwas ganz, ganz Besonderes. Ich hatte sehr viel Freude mit dieser schönen Lektüre und es ist auch ein absoluter Lesetipp. Dann geht es weiter mit Die Frau im Mond, Milena Agus. Und auch das ist eine wirkliche Leseempfehlung. Eine sehr warme Lektüre, ein kleiner, ja, Lebens- und Liebesroman, wirklich sehr, sehr schön. Ich war schon fast traurig, als es zu Ende war. Ich hatte ganz viel Spaß mit der Sprache und auch mit den Figuren und vor allem mit dieser sehr warmen Geschichte. Eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Und auch hier wieder etwas zum Andenken, zum Andenken, zum Anregen fürs Gehirn, sag ich mal, zum Nachdenken. Eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit diesem kleinen Büchlein. Mein absolutes Lesehighlight aber im Romanbereich, auch wieder eine kleine Zwischendurchlektüre oder eher ein dünnes Büchlein. Helene Hanf, 84 Charing Crossroad, eine Freundschaft in Briefen. Und dieses Buch hat mich absolut fasziniert von seiner Sprache, dem Sprachwitz, aber vor allen Dingen die Liebe zu Büchern, die wirklich aus jeder Zeile spricht. Es geht hier um Helene Hanf, also die Autorin ist auch gleichzeitig die Figur in diesem Roman, die Anfang der 50er Jahre ein Antiquariat in London anschreibt. Sie selbst kommt aus New York. Und ja, es beginnt eher geschäftsmäßig, denn sie möchte ein paar Bücher auftreiben, die sie in Amerika nicht mehr bekommt. Und so entsteht aus einem geschäftsmäßigen Austausch eine Freundschaft zwischen diesem Antiquariat und den Mitarbeitern, die dort auch arbeiten, und Helene Hanf in New York. Eine ganz besondere Lektüre. Die Briefe sind auch teilweise sehr kurz, aber es sprüht richtig vor Witz und auch von Alltagspoesie. Und man ist so mittendrin und vor allen Dingen merkt man diese Liebe zur Literatur und die Sehnsucht nach guten Büchern. Ja, springt richtig einem entgegen. Ein ganz, ganz tolles Buch und vor allen Dingen hat mich das sehr fasziniert, dass Helene Hanf diesen Briefwechsel tatsächlich hatte und das letztendlich auch veröffentlicht hat. Und es ist einfach was ganz Besonderes. Ich freue mich schon sehr auf den Film. Ich wusste vorher auch nicht, dass der verfilmt worden ist. Ein richtig tolles kleines Büchlein. Ja, das wäre mein Lesemonat. Ich bin gespannt, was ihr gelesen habt. Hattet ihr auch Tops und Flops? Und ich freue mich natürlich auch vor allen Dingen sehr auf den Februar, weil ich ja, schon ein paar Bücher habe, die ich unbedingt lesen möchte und bin natürlich gespannt und hoffe sehr, dass der vielversprechend wird, der Februar. Und das wünsche ich euch natürlich auch. Ich wäre gespannt, ob ihr auch ein paar Bücher habt, die ihr vielleicht sogar abgebrochen habt. Erzählt mal, wie euer Lesemonat im Januar so verlaufen ist. Ich bin eigentlich recht zufrieden und ja, wünsche uns allen jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns schon bald wieder, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.